Da man ja oft ein paar schöne Fotomotive sucht und nicht jeder Trick sich wirklich gut für Fotos eignet, möchte ich euch heute einmal meine drei, oder was heißt meine drei Lieblingstricks, aber drei richtig schöne Krafttricks zeigen für Anfängerlevel, die ihr machen könnt, um ein schönes Fotomotiv zu haben. Und zwar starten wir einmal, deswegen mache ich es auch übrigens auch an der Static Pole. Oft, also manchmal hilft es auch, kleiner Tipp von mir, wenn ihr jetzt ein Fotoshooting habt oder wenn ihr Fotos macht, dass ihr es das an der Spinning Pole macht und dass ihr jemanden habt, der euch dann vielleicht in die richtige Richtung dreht. Das ist manchmal vielleicht sogar leichter bei manchen Tricks. Müsst nur immer dran denken, dass ihr demjenigen, der euch oder derjenigen, der die euch dreht, sagt, dass man niemals an der Stange drehen soll, sondern immer nur am Körper. Also wenn ich jetzt an der Stange hänge, dann packt man meine Beine oder so und dreht die vorsichtig, anstatt dass man die Stange dreht, weil sonst rutscht derjenige oder diejenige, die gerade die Tricks macht, aus dem Trick raus. Oder kann zumindest passieren. So, ich zeige euch jetzt auf jeden Fall drei schöne Motive. Und wir starten einmal mit einem meiner Lieblings-Auch-Spins, der aber auch mega cool aussieht als statischer Trick. Und zwar, fragt mich bitte nicht, wie er heißt. Wir haben auch noch mal extra nachgeguckt. Überall steht eine andere Bezeichnung. Wenn jemand den Namen kennt von diesem Trick und sich auch sicher ist, dass das eine geläufige Bezeichnung ist, bitte schreibt mir das unter die Kommentare, weil mich würde es echt interessieren. Mir fällt einfach der Name nicht ein. Und zwar zeige ich euch einmal und dann erkläre ich. Dieser Trick. Und zwar machen wir dafür einmal die Kniekehle schön weit nach oben. Ja, also so weit es geht. Ihr könnt auch gerne auf Zehenspitzen starten, damit sie noch höher geht, die Kniekehle. Dass ihr die richtig hier oben einhakt, Fersen richtig nach unten ziehen. Die Hand ist relativ nah am Knie und der Arm ist gestreckt. Der andere Arm, beziehungsweise die andere Hand, macht Open Grip, Zeigefinger geht raus. Und jetzt kommt der Oberschenkel, und zwar ganz weit da oben, nicht irgendwo in der Mitte, sondern der Oberschenkel kommt einmal hinter die Stange und das untere Bein streckt sich horizontal raus und drückt gegen die Stange. Und dann rutscht die untere Hand weiter runter. Also, an die Stange, untere Hand rutscht weiter runter, damit ihr richtig einen Druck ausüben könnt. Das Bein kommt nach vorne und dann könnt ihr den Arm schön nach hinten machen. Ja? Also. Den finde ich immer ziemlich schön, den finde ich auch schön als Spin. Nicht jedes Fotomotiv ist ja auch als Spin schön oder das Reinkommen ist nicht immer schön. Aber das finde ich, kann man, wenn man es von der richtigen Perspektive fotografiert, sehr gut machen. Und man braucht, ich habe es zwar zu den Krafttricks gezählt, man braucht jetzt aber nicht unendlich viel Kraft. Das ist auch ganz viel Technik. Also ihr müsst die Hand wirklich, die untere, so weit runter wie möglich schieben, dass ihr gar nicht unbedingt so viel Gewicht auf eurem Handgelenk mehr habt. Und natürlich müsst ihr mit der oberen Hand auch relativ tief gehen, weil wenn der Oberkörper zu weit oben ist, keine Chance loszulassen, ja? Deswegen immer schön Oberkörper relativ horizontal von Anfang an ausrichten. Als nächstes immer eine schöne Fotopose. Das sind verschiedene Handstandvariationen auf jeden Fall. Ich habe es jetzt auch mal zu Krafttricks gezählt. Natürlich kann man daraus auch noch einen Flexi-Move machen, aber Handstand an sich würde ich schon sagen, ist ein Krafttrick. Ich starte tatsächlich mal mit dem Rücken zu euch und mache einen Handstand gegen die Stange mit beiden Händen. Wichtig für den Handstand, nochmal Wiederholung, die Hände schön auf. Ich glaube, ich habe sogar ein Video mit verschiedenen Pole-Handstands. Packe ich euch hier nochmal rein, damit ihr auch nochmal ein paar andere Handstände euch angucken könnt. Auf jeden Fall, kurze Wiederholung. Finger immer schön spreizen, dass wir das Gewicht schön auf der Handfläche verteilen, also auf der ganzen Hand verteilen und nicht irgendwie nur an einem Punkt haben. Deswegen schön Finger auseinander und Hände schön schulterbreit aufstellen, ja? So. Dann gehe ich einmal gegen die Stange in den Handstand und kann dann zum Beispiel hier die Beine öffnen, ja? Das wäre jetzt zum Beispiel eine Methode. Eine andere Methode wäre, wärmt am besten eure Handgelenke vorher gut auf, dass ich es von der Seite einmal mache. Dann kann man nicht ein bisschen mehr mit den Beinen noch machen und es ist auch ein cooles Motiv. So, also in den Handstand und dann kann man zum Beispiel das eine Bein einhängen, das ist dann gleichzeitig auch ein bisschen flexi, das andere Bein runterziehen oder aber
nach hinten, auch ein cooles Fotomotiv. Oder einfach ein Bein anwinkeln. Also da gibt es auf jeden Fall einige Varianten. Wie gesagt, guckt euch sonst auch nochmal das Handstandvideo dazu an. Und eine andere coole Fotopose ist einfach immer Invert, also mit dem V, also Open V. Weil ich finde, das sieht einfach immer kraftvoll aus, das sieht immer irgendwie beeindruckend aus, weil man über Kopf hängt. Und das ist tatsächlich sowieso ja wichtig, dass wir alle einen schönen Invert können. Deswegen direkt mal schön als Foto schießen und direkt korrigieren, ob es auch richtig aussieht. Und zwar, auch dazu habe ich ein Video schon gemacht mit Invert-Erklärung. Das müsste in irgendeinem Video mit dabei gewesen sein. Packe ich dann auch nochmal rein. Und zwar, ich mache es auch wieder mal so, dass ich im Rücken zu euch bin, damit ich nach vorne die Beine öffne. Das sieht, finde ich, am schönsten aus für die Bilder. Und zwar kann man dann, hier wichtig, wieder Puppe vor die Stange, Achsel rein, andere Hand drüber. Und dann öffne ich einmal zur Kamera die Beine. Man kann die natürlich auch anwinkeln oder eins anwinkeln. Das ist auch immer eine ziemlich coole Pose. Und wichtig ist natürlich, dass ihr eure Taille auch an die Stange bringt, ne? Dass ihr schön festhält, Achsel einklemmt und dann könnt ihr da auch ein bisschen mit den Beinen variieren. So, ich zeige euch natürlich demnächst, also abonniert schön den Channel, damit ihr direkt seht, wann das andere Video online kommt, weil ich möchte euch auch noch drei fortgeschrittenen Tricks zeigen, drei Krafttricks, die gut aussehen auf Fotos. Das kommt dann auch bald auch raus, das Video. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was so eure Favorites sind bei Fotoshootings, was ihr gerne für Tricks macht. Oder was ihr findet, was cool aussieht. Ich hoffe, es hat euch eine kleine Inspiration gegeben. Und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial.